An was ist Magister Feigl? Sagt Peter Schmidt-Lechner von der FPÖ und er ist Landwirt aus Salzburg. Nächste Rednerin Feika Elnagaschi von den Grünen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte eine Petition ansprechen, die ein besonderes Tierleid aufgreift. Es geht um das Thema der Katzenkastration. Seit ungefähr 15 Jahren müssen Katzen und Kater mit Freigang kastriert werden. Das ist auch nachvollziehbar und logisch, weil sie sich sonst völlig unkontrolliert und ungebremst vermehren würden. Und das ist eine Situation, die eigentlich niemand möchte. Aber seit 2016 gibt es eine Novelle, die diesen Tierschutzgedanken aushebelt. Und durch diese Novelle kann eine Katze oder auch ein Kater kann als Zuchttier angemeldet werden. Kostenpunkt dafür sind in etwa 50 Euro. Und damit ist dieses Tier von dieser Regelung befreit. Zuchttiere dürfen sich unkastriert und unbeaufsichtigt im Freien bewegen. Und das führt zu einer Situation, das sagen Tierschützerinnen von Vorarlberg bis nach Wien, die eine kritische Population an Verwahrlosten, an Kranken und an unversorgten Streunerkatzen herangezüchtet hat. Das ist ein Problem jetzt nicht nur im Hinblick auf das Zuchtgeschehen, sondern auch gibt es keine Information darüber und auch keinen Einfluss darauf, wie die Katzen leben, wie sie sich in den Populationen fortbewegen, ob sie an Menschen gewöhnt sind oder nicht, ob sie medizinisch versorgt werden können oder nicht. Dass wir überhaupt darüber Bescheid wissen und über das Ausmaß des Phänomens, das verdanken wir den 45.000 Menschen, die die Petition unterzeichnet haben und vor allem aber auch den Personen dahinter, die dahinter stehen. Das sind Personen, die hier sehr engagiert sind, die hier ehrenamtlich in dem Bereich arbeiten, die Tiere betreuen. Das sind Sabine Auer vom Verein Streunerkatzen Oberösterreich gemeinsam mit vielen, vielen freiwilligen Menschen, die über Jahre hinweg auch Aufklärungsarbeit zu dem Thema leisten und Organisationen wie Wir fürs Tier, Katzen in Not, der Tierschutzverein Scherding, das Katzenheim Freudenau und viele mehr. Und insgesamt sind das 30 Vereine quer durch Österreich, die sich zusammengeschlossen haben und ein Ende dieser problematischen Regelung fordern. Und wir haben im Tierschutzvolksbegehren haben wir diesen Punkt auch aufgegriffen und wir haben in unserem Entschließungsantrag uns hier auch darauf verständigt, einen Schwerpunkt dazu zu setzen. Und zwar konkret wird es darum gehen, erstmals eine evidenzbasierte Erhebung von Daten durchzuführen in Bezug auf die Streunerkatzenpopulation und die Katzenkastration und einen runden Tisch zu dem Thema Katzenkastration, zu möglichen Förderprogrammen und zu Vorgehensstandards beim Auffinden von Streunerkatzen durchzuführen. Und dazu braucht es auch ein Commitment zur Verstärkung der Zusammenarbeit von Bund und Ländern zur Beobachtung und zur Eindämmung von Streunerkatzenpopulationen. Das heißt, es gibt hier das Bewusstsein dafür. Danke allen, die die Petition eingebracht und unterschrieben haben. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit all jenen, denen der Tierschutz ein Anliegen ist. Vielen Dank. Zu Feika Elnagaschi von den Grünen.